Die Arktis fasziniert mich als Lebensraum unglaublich. Vor allen Dingen beherbergt sie unser Objekt der Begierde, nämlich Seesaiblinge. Eigentlich bin ich und mein Team eher durch Zufall in die Arktis gekommen. Wir haben in den 1990er Jahren mit unserem Projekt an Tiroler Hochgebirgseen begonnen und haben dort an Seesaiblingen festgestellt, dass die Schadstoffanreicherung in diesen Fischen mit der Temperatur zusammenhängt. Damals hat die Diskussion um die Klimaerwärmung massiv begonnen und ich hatte dann die Idee, Seesaiblinge als Bioindikatoren zu verwenden, also als Anzeiger von Schadstoffanreicherung, von der Verschmutzung unserer Umwelt. Und meine Idee war eben, wenn wir im Lebensraum Arktis, der ja dem Lebensraum in den Hochgebirgseen sehr, sehr stark ähnelt, ähnliche Symptome finden, dann hätten wir ein weltumspannendes Biomonitoring-System, wo wir mit Fischen die Klimaveränderungen und die Schadstoffanreicherung untersuchen können. Die Faszination an der Arktis hat damals im Jahr 1997 begonnen und wie ich zum ersten Mal hingekommen bin, habe ich sofort gemerkt, das ist ein Lebensraum, der bedroht ist, wo sich sehr, sehr rasch die Lebensbedingungen der Menschen, der Zustand der Lebenswelt in den Seen ändert. Und wir haben unsere Untersuchungen begonnen im Jahr 1997, die bis heute, bis ins Jahr 2023 andauern. Wir untersuchen in unserem Projekt High Arctic Fische aus sensiblen Ökosystemen als Bioindikatoren von Klimaveränderungen, hauptsächlich Schwermetalle wie Cadmium, wie Kupfer, wie Zink. Unser Hauptfokus innerhalb der letzten 25 Jahre liegt aber auf dem Schwermetall Quecksilber, aus dem simplen Grund, weil es sich in der Nahrungskette anreichert und für den Menschen wie auch für den Fisch hochtoxisch ist. Und was wir wissen wollen ist, wie verhält sich Quecksilber in den Seen, in den Fischen in Zeiten des Klimawandels. Quecksilber wird in die Arktis über die großen Windströmungen aus den Industriegebieten im Süden in die Arktis eingetragen. Das Quecksilber fällt dort auf und gelangt auf die Eisflächen bzw. in den Schnee. Und zur Zeit der Schneeschmelze im Frühjahr bzw. im Sommer gelangt das Quecksilber mit dem Schmelzwasser in die Seen und kann dort von den Fischen aufgenommen werden. Und was wir wissen wollen, ist nun, steigt durch den Klimawandel Quecksilber in den Fischen an oder bleibt es gleich oder sinkt es? Was wir wissen ist, dass der Quecksilbergehalt in vielen Seen in den Fischen ansteigt und das ist für die Bevölkerung, die dort lebt, recht bedrohlich, denn die einheimische Inuit-Bevölkerung isst diese Fische und darüber hinaus ist der Hauptteil ihrer Nahrung, das sind Fische, das sind Wale, das sind Robben, das ist Robbenfett, Walfett, sehr hoch mit Quecksilber belastet und daher ist es sehr, sehr wichtig zu wissen, können die Menschen in Zeiten des Klimawandels, wenn es wärmer wird, noch gleich viele Fische essen wie vorher oder wäre es besser, wenn sie auf Fische verzichten? Der Lebensraum Arktis verändert sich nicht nur für die Tiere, sondern auch für die Menschen in den letzten 20 Jahren massiv. Dazu bräuchten wir nicht unbedingt unsere Fischuntersuchungen, unsere Daten. Das sieht man in vielen Gebieten in der Arktis mit freiem Auge. Was für die Menschen aber äußerst wichtig ist zu wissen ist, kann ich die Fische, die in den Seen herumschwimmen, noch weiterhin essen, wenn der Klimawandel sofort schreitet, wenn die Temperaturen immer wärmer werden und wenn der Quecksilbergehalt unter Umständen in den Fischen immer höher wird. Was wir mit unseren Daten sagen können, ist, dass es ein bisschen davon ankommt, in welchem Gebiet die Inuits leben. Es gibt Seen, in denen aus physikalisch-chemischen Ursachen der Quecksilbergehalt der Fische ansteigt. Es gibt auch Seen, einige wenige Seen, wo der Quecksilbergehalt in den Fischen sinkt. Das Gute an unseren Daten, wir haben einen Datensatz, der weit über 30 Jahre hinausgeht, ist, dass wir die Situation für die jeweiligen Seen modellieren können. Das heißt, wir können relativ genau vorhersagen, in diesen Gebieten wird der Quecksilbergehalt in den Fischen ansteigen. Ihr könnt
es ist besser, ihr verzichtet auf die Fische. Und wir können sagen, in diesen Gebieten sinkt der Quecksilbergehalt in den Fischen, also es wird immer sicherer, die Fische dann zu essen.